Wer hat sich nicht schon mal die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist? Weshalb es diese Welt gibt und warum Allah uns erschaffen hat? Es ist natürlich, dass sich der Mensch diese Fragen stellt und es ist nötig, sie zu beantworten. Wie soll man sonst durch das Leben schreiten, ohne dessen Zweck zu kennen? So wichtig es auch ist, Antworten auf diese Fragen zu finden, geraten sie doch oft in Vergessenheit. Karriere, Familie und andere Dinge des Lebens lenken uns so sehr ab, dass wir uns nicht mehr mit dem Wichtigsten im Leben befassen. Vielleicht geht es vielen von uns einfach zu gut, so dass wir keinen Grund sehen, unsere Gewohnheiten zu verändern. Womöglich bedarf es einem bestimmten Auslöser, damit wir nach einer Veränderung Ausschau halten. Auch wenn die meisten Menschen sich der Ablenkung hingeben, gibt es vereinzelt auch Persönlichkeiten, die sich damit nicht zufrieden geben. Diese sind es, die sich auf die Suche nach dem wahren Sinn des Lebens machen. Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eine solche Persönlichkeit. Jahrelang lebte er unter seinem Volk, ohne sich mit ihren Bräuchen identifizieren zu können. Er sah, wie verdorben die Menschen waren und wandte sich letztlich von ihnen ab. Im Alter von 40 Jahren pflegte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich in die Höhle Hira zurückzuziehen. Diese Höhle befand sich auf einem Berg außerhalb von Mekka. Weit entfernt vom Lärm der Gesellschaft konnte er hier über die Schöpfung Allahs nachdenken. Mehrere Nächte, teilweise mehrere Wochen verweilte Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort und ging nur nach Hause, um Proviant zu holen. Manchmal brachte ihm auch seine Frau Khadija frisches Wasser und etwas zu essen. Auf diese Weise hat er, sallallahu alaihi wasallam, sich von den Menschen isoliert. Weit weg von der Dekadenz der mekkanischen Gesellschaft. Weit weg vom Götzendienst, der Ungerechtigkeit und dem Rassismus. Die Einsamkeit außerhalb der Stadt war ihm lieber als das Leben unter solchen Menschen. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, erkannte zwar den Verfall in Mekka, wusste aber nicht, was er dagegen machen könnte. Wäre es überhaupt möglich, diese Gesellschaft zu verändern? Auf diese Frage hatte er keine Antwort. Die Finsternis in der Gesellschaft bedrückte ihn, aber er sah kein Licht, welches Mekka erhellen könnte. Interessanterweise passierten ihm zu dieser Zeit merkwürdige Dinge. So hatte Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder Träume, die sich erstaunlicherweise bewahrheitet haben. Dann gab es in Mekka noch einen Stein, der ihn mit dem Frieden grüßte. Assalamu alaika. Eine klare Stimme von einem Stein. All das konnte er, sallallahu alaihi wasallam, sich nicht erklären. Was macht das mit einem Menschen? Man kommt auf Gedanken wie, bilde ich mir das nur ein? Oder bin ich etwa verrückt geworden? Einige Zeit später im Monat Ramadan, in eben jener Höhle geschah es dann. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sah eine Gestalt aus Licht, die auf ihn zukam. Es war der Engel Jibril, alaihi salam. Er näherte sich und befahl ihm, Iqra, was so viel bedeutet wie lies. Aber Muhammad antwortete, ich kann nicht lesen. Dann umarmte der Engel Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er drückte ihn so stark, dass ihm schon fast der Atem ausging. Dann ließ er ihn wieder los und sagte wieder, Iqra. Doch Muhammad antwortete erneut, ich kann nicht lesen. Der Engel drückte ihn ein weiteres Mal bis zur Erschöpfung und ließ ihn los. Wieder befahl er, Iqra. Doch Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegnete wieder, ich kann nicht lesen. Dann drückte er ihn ein drittes Mal, ließ von ihm ab und verkündete, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. خلق الإنسان من علق. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. اقرأ وربك الأكرم. Lies, denn dein Herr ist allgütig. الذي علم بالقلم. Der mit dem Schreibrohr lehrte. علم الإنسان ما لم يعلم. Lehrte den Menschen, was er nicht wusste. Dies sind die ersten Verse aus dem edlen Koran, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Der erste Befehl an Muhammad alaihi salatu wasallam war, die Verse zu lesen, die von niemand Geringerem kamen
als vom Schöpfer der Menschen. Anschließend betont Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben, die er den Menschen gewährte. Wie das Schreiben und das Wissen. Denn diese sind es doch, welche den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Einen Engel zu sehen und von ihm fest umarmt zu werden, ist keine leichte Angelegenheit. Es ist erstaunlich, dass der Prophet a.s. bei diesem gewaltigen Ereignis nicht bewusstlos wurde. Auch war seine Reaktion auf die Begegnung mit dem Engel merkwürdig. So reagierte er nicht völlig entsetzt, indem er etwa fragte, wer bist du? Sondern antwortete ihm mit den Worten, ich kann nicht lesen. Hier erkennen wir die Weisheit hinter den Träumen und Visionen, die Muhammad a.s. zuvor hatte. Diese waren eine Vorstufe für das, was schon bald eintreten sollte. Denn ohne eine solche Vorbereitung hätte er die Begegnung mit Jibril a.s. nicht verkraftet. Dennoch war er im ersten Moment erschöpft und erschrocken. Was war das für eine Gestalt? Und was waren das für Worte? Lies im Namen deines Herrn, der erschuf, mit dem Schreibrohr lehrte, was er nicht wusste? Völlig geschockt machte Muhammad a.s. sich auf den Weg nach Hause. Denn die einzige Person, bei der er jetzt Zuflucht und Geborgenheit finden konnte, war seine Frau Khadija radiallahu anha. Er brauchte jetzt die Hilfe von den Menschen, die ihm am nächsten standen.